der existierende Mensch. Eine existenzanalytische und logotherapeutische Radiosendung auf Freirad, freies Radio Innsbruck auf 105,9. Näheres zu dieser Sendung sowie zu vergangenen und zukünftig geplanten Sendungen finden Sie unter www.sinn-los.at. Durch die Sendung führt Sie Markus Felder, Psychologe und Psychotherapeut, Existenzanalytiker. Ja, meine Damen und Herren, wie Sie hören, haben wir ein bisschen ein Problem mit der Technik. Wir wollten Ihnen eigentlich am Anfang einen Song einspielen und das hat jetzt irgendwie nicht hingehauen. Aber so ist es. Heute starten wir also ohne Song und schauen, dass wir die Technik im Laufe der Sendung wieder zum Laufen kriegen. Ich begrüße Sie zur heutigen 16. Sendung der Sendereihe Der existierende Mensch hier auf Freirad 105,9. Heute wieder zu einem ganz interessanten Thema. Ja, ich weiß, ich sage eigentlich bei jeder Sendung interessante Themen, aber es ist auch so. Ja, Sie können selber dann sich eine Meinung bilden. Sie wissen, diese Sendung können Sie auch herunterladen unter www.sinn-los.at, finden Sie den Link dazu. Dort sind alle Sendungen bis jetzt vorhanden. Sie finden da die Links entweder auf die CBA-Datenbank der Freien Radios oder auf YouTube oder auf iTunes. Allerdings können Sie da die Sendung ohne die Musikeinschaltungen finden. Sie wissen, aufgrund von Copyright-Vorschriften ist das nicht möglich. Also wenn Sie die Sendung live hören wollen, dann schalten Sie ein, jeden ersten Donnerstag im Monat von 20 bis 21 Uhr. Heute darf ich hier bei mir begrüßen Frau Sabine Wolski. Frau Sabine Wolski ist die Obfrau des Vereins Tierisch Glücklich. Und die heutige Sendung haben wir auch unter diesen Titel gestellt, Haustiere und Sinn. Haustiere beziehungsweise, glaube ich, können wir es auch ein bisschen ausdehnen auf den Bereich Tiere generell, wie Sie dann hören werden, unter Bereich Sinn. Und ja, bevor wir dann näher auf das Thema eingehen, wieder wie gewohnt der existenzielle Steckbrief, dass Sie ein bisschen was von meinem heutigen Studiogast einfach wissen. Hintergründe, wer die Frau Wolski ist und so weiter. Ja. Sabine, Name? Sabine Wolski. Geboren? 30.06.1968. Aha, ganz genau. Sabine, aufgewachsen, was fällt dir da dazu ein? Aufgewachsen in Innsbruck. Also geboren in Innsbruck, aufgewachsen in Innsbruck, Kindheit geprägt von viel, viel Liebe, viel Geborgenheit, okay, aber auch viel Disziplin, wurde mir abverlangt. Ja. Ja. Viele Reisen ins Ausland, aber auch durch Österreich, hinführen zur Schönheit des Lebens mit Kultur, Musik, Malerei. Und ja, also die Liebe ist aber im Vordergrund gestanden. Ich bin ein Einzelkind, bin aber mit meinem jüngsten Onkel, der 5 Jahre älter ist als ich, wie Bruder und Schwester aufgewachsen. Haben bis heute eine sehr enge Beziehung, mein Onkel und ich. Und vor allem also die Reisen, die habe ich ganz, ganz fest noch in Erinnerung. Also wir sind wirklich durch ganz Italien gereist. Und Kulturstädte wie Rom, Neapel besichtigt. Österreich, ich glaube, ich war in keinem Bundesland noch nicht, okay, was mir eigentlich sehr wichtig ist. Und auch also Theaterbesuche, das waren meiner Mutter sehr wichtig. Also fast jeden Samstag Landestheater Innsbruck besucht. Und ja, die Hinführung zum Schönen des Lebens. Aber immer wieder auch haben natürlich Tiere meinen Weg gekreuzt. Okay, okay. Von klein auf bis später hin. Und dann so nach der Kindheit, nach dem Aufwachsen, so das Reisen war so während der Kindheit, aber wenn ich die richtig verstehe, auch danach dann ein ganz essentieller Punkt in deinem Leben. Ja? Ja. Wie ist denn danach so weitergegangen? So dass du jetzt so da sitzt. Ja.
Danach, es ist nach meiner Kindheit leider eine schwere Phase eingetreten. Meine Mutter ist sehr früh verstorben und ich habe sie lange gepflegt. Also das war so die Zeit, wo ich mit dem Studium angefangen habe. Und ja, dann ist also mehr mein Studium im Vordergrund gerückt. Und es war eigentlich schon immer mein Wunsch, Lehrerin zu werden, von klein auf. Mein Wissen eigentlich oder andere Menschen an meinem Wissen, an meinem Können teilhaben zu lassen. Und ich habe dann ein Studium Germanistik und Romanistik, Italienisch, abgeschlossen. Okay. Und arbeite auch immer noch in diesem Bereich, also als Deutschlehrerin, was mir auch viel Freude und viel Spaß macht. Okay. Dann habe ich meinen Mann kennengelernt. Er stammt aus Ungarn, habe meine Kinder großgezogen, geboren und großgezogen. Und eben, mein Mann stammt aus Ungarn und wir machen sehr oft Urlaub in Ungarn und sind 2-3 Mal im Jahr dort. Und da ist ein großer Einschnitt in mein Leben getreten. Da habe ich meinen ersten Hund gefunden. Okay. Ja, der ist mehr oder weniger wirklich so über meinen eigenen ersten Hund, weil als Kind habe ich dann, wie gesagt, mir sind Tiere über den Weg gelaufen. Ja. Ich habe auch kurz Tiere gehabt, aber die Sehnsucht nach einem eigenen Hund war mir leider nicht vergönnt. Ja, da war meine Mutter nicht sehr begeistert und mein Vater bis heute nicht. Und aber da ist mein erster Hund mir wirklich so in die Arme gefallen. Also, und das war ein großer Wendepunkt in meinem Leben. Okay. Meine Damen und Herren, jetzt nebenbei habe ich versucht, die Technik doch wieder zum Laufen zu bringen. Vielleicht spielen wir doch jetzt diesen Song, weil der, glaube ich, passt ganz gut herein zu diesem Wendepunkt im Leben von Sabine, ja, zu ihrem Hund. Bei diesem Song vielleicht ein bisschen so in früheren Zeiten, genau. Gell? Das, was dir, so wie du sagst, ja, untersagt oder was vielleicht verwehrt, da gefehlt ja. hat, verwehrt worden ist. Gell? Genau. Und diesen Song habe ich so im Internet gefunden. Einige von Ihnen kennen es vielleicht auch von Schule, Volksschule und so weiter. Auf Englisch, dieser Song heißt der Bett-Song, also der Haustier, das Haustierlied. Ja? Ja, meine Damen und Herren, das war der Bett-Song. Wir haben gerade ein bisschen so während des Songs gerätselt, wo dieser Song öfter auftaucht. Sabine hat gesagt, ja, könnte vielleicht im Englischunterricht sein. Vermutung. Vermutung, genau. Wir wissen es nicht genau. Falls Sie hier bei der Sendung einfach auch mitwirken wollen, falls wir sagen wollen, gell, bitte rufen Sie an. Wir haben hier ein Telefon in der Sendung, schalten Sie gerne dazu. Die Telefonnummer wäre 0512 56 02 91 11. Ich wiederhole es Ihnen noch einmal. 0512 56 02 91 11. Ja, dann kommen Sie live ins Studio. Falls Sie selber mal gerne im Studio sein wollen, gehen Sie auf die Seite sinnlos.at und schreiben Sie mir eine Mail. Ich lade Sie gerne ein und wir können zu den verschiedenen Themen gerne diskutieren. Sie können mir auch gerne Anregungen schicken, Sie können auch gerne Wortbeiträge schicken. Jetzt in Vorbereitung auf diese Sendung habe ich mir ein bisschen umgeschaut. Tiere. Und auf was man natürlich schon kommt, wenn man so das, sagen wir mal, den therapeutischen Bereich anschaut, kommt man natürlich ganz klar auf Psychotherapien mit Tieren. Ja, man kommt auf Begleitungen mit Tieren. Da habe ich Folgendes zum Beispiel gefunden. Da gibt es so vom Kuratorium der Deutschen Altenhilfe, gibt es so quasi ein Plädoyer für die Tierhaltung in Alten- und Pflegeheimen. Und die verweisen eben so auf der Seite, auf der Broschüre eben drauf, auf dieses, wie sie es nennen, biopsychosoziale Wirkgefüge zwischen Tier und Mensch. Da hat zum Beispiel eine Frau Judith Ziegel 1990 in der Universität Los Angeles eine Untersuchung durchgeführt und die hat zum Beispiel herausgefunden, darauf nehmen die dann auch Bezug, brauchen sie im Internet ein bisschen nachschauen, dann kommen sie sicher dahin, dass gerade im Heimbereich, dass ältere Tiere, die ein Haustier besitzen, in Belastungssituationen
seltener den Arzt aufsuchen als Senioren ohne Tier. Das heißt jetzt nicht, verstehen Sie mich richtig, dass es nicht wichtig ist, in gewissen Situationen einen Arzt aufzusuchen. Nein, nicht. Da geht es einfach darum, okay, such ihn auf, weil ich ihn brauche, oder such ihn auf, weil ich was anderes brauche. Ja? Und das ist da so rausgekommen, dass es in Situationen, wo vielleicht nicht die medizinische Hilfe im Vordergrund steht, sondern mehr dieses Zwischenmenschliche, mehr dieser Begegnungsaspekt. Ja? Ein Tier bei dieser Untersuchung, so ist rauskommen, vielleicht nochmal zielführender sein kann, falls man von Zielführern sprechen kann, als wir jetzt da zum Beispiel in dieser Untersuchung der Arzt. Ja, ja, vielleicht kritisch, wollen Sie diskutieren, rufen Sie an. Ja? Sabine, tierisch glücklich. Ist ja ein interessanter Name deines Vereins. Ja. Wieso dieser Name, beziehungsweise wieso überhaupt ein Verein? Ja, ich habe eben inspiriert durch meinen ersten Hund, ja, viele, viele Leute kennengelernt. Ja, also viele Freunde, angebliche Freunde verloren. Mhm. Ja, die gesagt haben, was ein Hund und ich und er und können gar nichts damit anfangen und wieso und gibt's Sinn, das? Wieso? Ja, ja. Sinnlos. Ja, okay. Ein Haustier, also verschlingt nur viel Geld und viel Zeit und warum ein Tier? Man hat so viel anderes zu tun im Leben. Aber ich bin drauf gekommen, das sind die sogenannten Freunde gewesen. Ich habe ganz, 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 ganz viele wirkliche Freunde gefunden durch meinen wirklich ersten Hund. Ja, der Charlie heißt, ein Beagle, der ganz, ganz klein war noch, wie ich ihn gefunden habe, ja, oder mir in die Hand gedrückt worden ist. Und ja, und ich habe eben Freunde gefunden, andere Vereine gefunden, da war von meinem Verein noch gar nicht die Rede. Und da bin ich auf meinen zweiten Hund gestoßen. Und der ist ein ganz wichtiger Faktor. Auch ein Beagle, der leider ganz ein schweres Leben hinter sich gebracht hat und schon 7 Jahre alt war. Mein Charlie war mittlerweile 1 Jahr. Okay. Und ich habe dann beschlossen, mit meiner Familie zusammen, wir haben Familienrat gehalten, wir nehmen diesen Hund zu uns. Ja, er hat 1 Woche noch zum Leben gehabt. Ja, und wir nehmen diesen Hund zu uns. Und er ist dann gekommen und er war ein sehr imposanter, dominanter Rüde, ein sehr schwieriger Hund, aber ein fantastischer Hund. Ja. Was heißt, weil du sagst, 1 Woche zu leben? Es gibt ja leider Tötungsstationen, ja, okay, vor allem in südlichen Ländern, östlichen Ländern. Und mein Kenny, ja, den ich mit 7 Jahren bekommen habe, war leider oder hat das Schicksal gehabt, in einer Tötungsstation, in einer spanischen, gewesen zu sein. Mhm. Und da haben sie ja noch 2 Wochen noch Zeit, um Adoptanten zu finden. Und 1 Woche war er schon dort. Und ältere Tiere, ja, sind schwer zu vermitteln oder loszubringen, wie man so schön sagt, ja, in solchen Tötungsstationen. Und dann werden sie leider, ich sage mal ein nettes Wort, eingeschläfert. Das heißt, wenn ihr euch seiner nicht angenommen hättet, ja, dann wäre er getötet worden. Genau. Aha, okay. Es hat nämlich zuerst für mich ein bisschen so gelungen, so, keine Ahnung, als ob er eine tödliche Krankheit gehabt hätte und ihr pflegt ihn so 1 Woche lang. Nein, er wäre getötet worden. Er hat Vorbesitzer gehabt, ja, das hat man gesehen, weil ich Tätowierung noch gefunden habe, so einen Rest, ja, im Ohr. Wahrscheinlich war er zu alt. Ja, also Beagle sind Jagdhunde und wie bei uns Menschen lassen auch bei Tieren die Sinne mal nach. Ja, er hat nicht mehr so gut gehört, er hat nicht mehr so gut schnüffeln können und dann entledigt mich sich leider sehr schnell einem Tier. Und wie seid ihr denn da eigentlich überhaupt drauf gekommen? So, wenn du sagst, okay, Tötungsstationen, wir retten das Tier, wir halten Familienrat. Also ich, keine Ahnung, vielleicht blauäugig, aber ich weiß zwar schon von quasi Hundeproblemen, schon von, dass da geschaut wird, mit Hilfsprojekten die Hunde zu retten, aber so genau wisst ihr nicht Bescheid. Es gibt einen Verein in Innsbruck, ja, auf den ich gestoßen bin damals, aufgrund Recherchen, aufgrund verschiedener Erzählungen und Meinungen. Ich habe mich da mit dem Obmann dieses Vereins getroffen. Ich arbeite immer noch mit diesem Verein zusammen, bin auch im Vorstand von diesem Verein. Und die nehmen sich ja so den Auslandtierschutz sehr an.
und vor allem auch so Tiere aus Griechenland und Spanien. So okay, übernehmen okay. sie. Ja, ja, und ja. da bin ich eben, oder beziehungsweise sie haben mir dann ein Bild von meinem Kenny geschickt. Und ich habe das Bild gesehen und habe gewusst, also ich muss was tun für ihn. Ja, ja also das Tier gehört zu mir. Ja. Ja. Du kannst ja ruhig den Namen des Vereins ja. sagen, dass wenn, okay. wenn sich da jemand okay. interessiert, dass er was bei sich erkundigen kann. Tiroler Tierengel e.V. Ah, okay, okay, okay. okay. So bist du an den Kenny gekommen. Genau, so bin ich an den Kenny gekommen. Und er war ein, wie ich schon gesagt habe, sehr energievoller, ja, ein sehr imposanter, sehr stolzer Hund. Ja, ein, ich würde mal sagen, wie man so schön ausdrückt, ein Alpha-Tier. Ja, er muss eine Alpha-Rolle gehabt haben, hat ein ganz schreckliches Leben hinter sich. Man hat gesehen, hat Bisswunden, schlecht verheilte Wunden, von Menschen zugefügte Wunden und, und. Und ich habe dann die Hunde erzogen, so nach Bauchgefühl, ja, wie es viele Menschen machen. Okay. Ja. Und ich habe gewusst, er hat ganz ein schweres Leben hinter sich und ich wollte nichts mehr falsch machen. Ja. Ja, und so habe ich mir gedacht, nein, ich will es jetzt wissen. Wie kann ich ihm helfen? Ja, also ein Tier hilft uns schon so viel mit seiner Präsenz, ja, indem dass sie ihn streicheln darf. Ja, also streicheln, da wissen wir viele, dass das Hormon Oxytocin ausgeschüttet wird, dieses Bindungshormon, Vertrauenshormon, und das bindet uns Menschen an den Hund. Ja, Hunde lieben es, gestreichelt zu werden, ja, abgesehen davon, weil es erinnert sie ans Lecken der Mutter. Ja, aber das befriedigt das menschliche Bedürfnis. Ja. Aber mir ist wichtig, das Bedürfnis des Tieres auch zu befriedigen. Ja. Und so bin ich, habe ich wieder Recherchen angestellt und ich wollte es einfach richtig machen. Wie kann ich meinem Hund und auch meinem kleinen Hund, der auch viele Probleme mit sich herumgeschleppt hat, wie kann ich ihm gerecht werden? Ja, ich habe mich seiner angenommen und wollte die Verantwortung tragen. Das heißt, die Frage ist auf einmal so bei dir daherkommen, oder? Genau, genau. Er hat mich inspiriert. Das war der Sinn, warum er zu uns gehört hat, zu mir gehört hat. Okay, okay. Warum ich auf ihn getroffen bin. Weil ich bin einfach der Meinung, man trifft auf kein Tier ohne irgendeinen Sinn, ohne irgendeinen Zweck. Ja, also es hat einen Sinn, warum ich bei einer Wanderung einen Hirsch treffe. Ja, es hat einen Sinn, warum mir ein Igel über den Weg läuft, bei meinem Spaziergang ja, im Wald. Ja, und so habe ich mein Studium begonnen mit Tierpsychologie für Hunde, Katzen und Pferde in Deutschland. Und dann war ich in Rekordtempo fertig. Ich bin ein bisschen Streberin. Wie gesagt, Disziplin war in der Kindheit schon sehr groß geschrieben bei uns. Und ich wollte immer Lehrerin werden, bin sie auch. Ja. Und auch hier habe ich das Bedürfnis gehabt, jetzt weiß ich so viel, und ich will es einfach teilen, ja, mit anderen Tierbesitzer und Besitzerinnen. Und gemeinsam mit meiner Freundin bin ich dann auf die Idee gekommen, einen Verein zu gründen. Und glücklich soll das Tier sein und wir Menschen. Und tierisch ist auf das Tier bezogen. Und wir sagen ja auch mal, das ist tierisch toll oder so. Ja. Und tierisch glücklich für Mensch und für das Tier. Okay. Sabine, spielen wir Musik? Ja. Ja, was tät denn passen? Entweder wir spielen den Dog-Song, ja, oder, aber das können wir auch später noch machen, von Silbermond. Okay. Irgendwas, was bleibt. Und was passt besser? Ja, machen wir einen Silbermond. Okay. Meine Damen und Herren, Sie hören Der existierende Mensch, heute zum Thema Haustiere und Sinn. Es zeigt jetzt schon kurz mitgekriegt haben, ein Loch, wenn man ein Tier verliert, hat gerade die Sabine gesagt. Wir sind jetzt gerade so während diesem Song so draufgekommen, dass der Kenny, von dem zuerst die Sabine ganz, ganz viel erzählt hat, im Dezember, eine Woche vor Weihnachten, gestorben ist. Ja. Ja. Und da war es dir irgendwie wichtig, wo du sagst, okay, das wäre schon ein wichtiges Thema. Ja. Ja. Wieso? Der Verlust eines Tieres ist deswegen sehr wichtig. Also er war sehr krank. Ja, in der letzten Zeit. Und mir sind da zwei Dinge sehr wichtig. Die Würde eines Tieres zu beachten. Ja, was heißt auch Würde? Während der Krankheit. Ich habe das ja schon ein paar Monate vorher erkannt und auch vom Tierarzt bestätigt bekommen. Und wir haben nicht gewusst, wie viel Zeit ihm noch bleibt. Und wir hätten hier und da noch medizinische Maßnahmen treffen können. Ja, also
Und ich habe ich jetzt erst schon gesagt, er ist so ein stolzer Rüde gewesen. Mhm. Ja, also wenn du ihn gesehen hast, er ist aufgetreten, ja, also und hat dich umgehauen. Mhm. Ja. Und wie es dann so weit war, dass ich gemerkt habe, okay, wir können ihm nicht mehr helfen. Also Operationen habe ich gesagt, na, ja, mhm. es bringt nichts mehr. Es ist ein Rauszögern und es geht ihm dann schlechter, mhm. also wie es ihm besser dann geht. Ja, also natürlich mit dem Tierarzt alles abgesprochen. Mhm. Ja. Und an dem Tag, am 17.12.2012, in der Früh, ist er mal fast kollabiert. Mhm. Ja. Und ja, ich habe gewusst, es geht nicht mehr. Mhm. Ja. Also er leidet, er hat Schmerzen, er kann nicht mehr das tun, was er immer tut. Ja. Er kann nicht mehr mit Artgenossen in Kontakt treten, er kann mit seinem Kumpel nicht mehr mithalten, mhm. ja, beim Gassi gehen, beim Spazieren gehen. Wir sind schon immer getrennt gegangen, ich habe rein und raus tragen müssen. Und da denke ich mir, so ein stolzes Tier, ja, soll auch in Würde in ein anderes Leben treten dürfen. Mhm. Ja. Dann habe ich den Tierarzt angerufen, wir haben dann das ausgemacht, vereinbart. Die ganze Familie hat darauf bestanden, dabei zu sein. Mhm. Und dann hat er mir gesagt, es gibt noch eine ganz kleine Sache, was man machen könnte. Und dann habe ich gesagt, nein. Ja, mhm. weil dann hätte ich wieder einzeln mit alle beide Hunde gehen müssen. Er hätte rausgehen dürfen und reingehen müssen. Er hätte, wie gesagt, sein Leben nicht mehr leben dürfen. Mhm. Ja. Und ich habe ihn dann gehen lassen. Mhm. Ja. Und bin dann nach Hause und mir war zu kalt zu Hause. Ich mhm. habe nur mehr gefroren, tagelang. Und mir ist vorgekommen, als wie wenn es mir ein riesengroßes Loch, was du da davor angesprochen hast, mhm. in meine Wohnung, in mein Leben gerissen hätte. Mhm. Ja. Und das war nicht nur bei mir so, das war natürlich auch bei meiner menschlichen Familie so, mhm. aber vor allem auch beim Charlie, ja, beim Kumpel vom Kenny. Er hat getrauert, er hat ihn gesucht, er war ruhig, man hat nichts mehr von ihm gehört, es ist so ein kleines Springenfeld. Ja, okay. Also ganz ein untypisches Verhalten. Ganz ein untypisches Verhalten. Ja. Und mir war ganz wichtig, ich habe ihm helfen können, mhm. Gott sei Dank, durch meine Ausbildung, durch meine auch Erfahrung. Ja. Mhm. Und er hat sich dann schon erholt, aber ich habe einfach gesehen, es ist nicht mehr der Charlie, wie es war. Mhm. Ja, nicht mehr diese Unbekümmertheit und dieser Frohsinn und dieser Schalk. Ja. Der Schalk in den Augen mhm. ist verloren gegangen. Mhm. Ja. Und ich bin deswegen auf das jetzt zu sprechen gekommen, weil wir wieder einen zweiten Hund gefunden haben. Ja. Ja. Und zwar diesmal auch ein Beagle, aber ein Mädchen. Okay. Auch mit einer schlechten Vergangenheit, einer ganz schlimmen Vergangenheit ebenfalls. Und ja, und sie hat es geschafft, dass mein Charlie jetzt wieder aufgeweckt worden ist. Dass er wieder verpetzen anfängt, wenn sie was anstellt. Dass er ihr mal sagt, du, jetzt reicht's einmal. Er hat halt die Entwicklung gemacht von einem rangniedrigeren Tier, was ich mhm. viel erlauben darf, weil er hatte seinen Chef an seiner Seite, ja, zu einem Ranghöchsten. Ja, mhm. die Kleine, ja, die ist jetzt geschätzte 2 Jahre, ja, auch mal sagt, du, und jetzt, meine Liebe, es reicht. Mhm. Ja, und jetzt benimm dich einmal, so führt man sich als Hund nicht auf. Mhm. Ja. Aber das heißt, das hätte jetzt ihr gar nicht machen können, oder? Weil du jetzt gesagt hast, von einem Trauerprozess, wenn man es so sagen kann jetzt einmal, in dem das Tier gesteckt ist, und hinaus begleiten davon, hätte jetzt ihr gar nicht schwer, gedacht. Ganz schwer. Also ich habe schon gemerkt, jetzt okay, die Trauerphasen werden leichter für ihn. Mhm. Ja? Und trotzdem, er war so nicht mehr er selbst, ja? so ruhig und sehr bedacht. Und eben, und dieses kleine Hundewesen, dieses kleine Hundemädchen in ihrer Unbekümmertheit wieder, ja, hat es wirklich geschafft, dass er wieder er ist. Mhm. Ja, also, dass er wieder wach ist, dass er auch daheim nicht nur in seinem Bettchen schläft, ja, auf seinen Lieblingsplätzen schläft, auf den Plätzen, auf denen Kenny früher geschlafen ist. Mhm. Ja. Und sondern man merkt wieder, okay, jetzt hat er wieder eine Aufgabe. Mhm. Er hat so eine Wandlung, einen Prozess durchgemacht. Ja, ja. Aber er hat wieder eine Aufgabe, die wir als Mensch ihm nicht geben hätten können. Mhm. Ja, also natürlich haben wir uns beschäftigt mit ihm. Wie gesagt, ich habe ihn unterstützt. Ja, ich habe ihm geholfen in seinem Trauerprozess. Ja, aber das können Artgenossen untereinander. Mhm. Okay.
Vielleicht spielen wir noch ein Lied, ja. Sabine. Was aber jetzt spielen wir den Dog-Song. Jetzt spielen wir den Dog-Song. Okay. Also von, wenn ich es richtig lese, von Heidi Winzinger, genau. My Best Friend. Genau. Ein okay. süßes Video, leider sieht man das nicht. Ah, ja. Okay. Sinn, Gedank, 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 Gedank. Gedanken mit Sinn. Sinn bedeutet für mich selbst vergessen, Lebensfreude spüren, bis in den kleinen Zehen runter. Für mich bedeutet Sinn immer Verbindung. Und ich fühle Sinn, wenn ich in Verbindung stehe mit der Welt. Und das kann ich auf ganz viele verschiedene Art und Weise machen. Einfach indem ich mich der Lebewelt öffne und einfach wahrnehme, was im Wald passiert. Oder indem ich einfach versuche, mich meine Mitmenschen gegenüber zu öffnen und mit denen was Tolles gemeinsam zu machen. Sinn. Ja, ich mache mir ganz viele Gedanken immer, was alles Sinn macht und was nicht. Und ich merke, dass ich gerade recht müde bin von dem Denken über den Sinn. Und ich wünsche mir, dass ich da einfach viel mehr vertraue und nicht so viel nachdenke und einfach lebe. Und ja, dass ich da dann auch Freude dabei habe und dann auch immer wieder den Sinn entdecke. Sinn, Gedank, 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 Gedank. Gedanken mit Sinn. Ja, meine Damen und Herren, Sie hören die heutige Sendung von Freirad. Ah, jetzt kommt gerade ein Anruf. Meine Damen und Herren, bleiben Sie kurz dran, beziehungsweise ich spiele Ihnen ganz kurz das Heimatgefühl und dann schalte ich um zum Anrufer. Gerade einen Moment. Ja, meine Damen und Herren, wir haben einen Hörer in der Leitung. Jemand hat sich getraut, also bitte trauen Sie sich auch. Ja, bis jetzt haben genau zwei Personen angerufen, heute der dritte, der Rudi. Rudi ist ebenfalls in dem Verein Tierisch Glücklich tätig. Und ja, hören wir mal, was er zu sagen hat. Hallo Rudi. Rudi, hörst hallo? Du uns? Ja, ja, hallo. Hallo Rudi. Ja, hallo. Ich grüße euch, Rudi Mabrat. Ich höre euch ganz leise oder eigentlich fast gar nicht. Geht das ein bisschen lauter? Ja, das geht leider nicht viel anders. Das ist durchs Telefon. Lauter. Durchs Telefon. Also die Radio-Zuhörer, Zuhörerinnen hören dich und hören uns lauter. Ja, wunderbar. Ja, ich verfolge da die Sendung und muss sagen, finde ich ja ganz toll, dass sowas einmal gemacht wird und dass die Sabine ja da ist, dass die bei Markus danke. Ist. Und ja, Sabine, wie geht's überhaupt der Molly? Geht's ja eh gut? Der Molly geht's hervorragend, ja. Du kennst ja, ja die Molly. Super. Ja, du kennst ja die Molly. Nachdem ja. du ja weißt, dass ich ja öfters mit der Bohrer unterwegs bin, ja. als alter Beagle-Fan natürlich, wollen wir nur das wissen, wie es auch der Molly geht. Ja, das ist schön, dass das Thema mal aufgegriffen wird. Ich denke auch, dass das viele Leute interessiert und wird ja auch immer ein größeres Thema. Ich habe zuletzt gelesen, dass es schon über 60.000 Hunde ja in Tirol auch gibt. Jawohl, ja, stimmt. Interessiert das ja sicher viele. Ja. Rudi, ich weiß ja auch so von deinen Berichten, ich kenne dich ja, bist ja ein guter Freund. Ich weiß, dass das glaube ich auch ganz, ganz wichtig für dich war, oder? So der Kontakt zum Verein, dann jetzt, wo du auch sagst, die Bohrer. Wieso ist sowas wichtig? Weil du weißt ja, bei dieser Sendung geht es mir. Der Titel ist der existierende Mensch. Es geht auch so ein bisschen über sich hinaus zu blicken, was anders zu finden, was wertvoll ist, in der Sache aufzugehen. Gell? Warum kann das zum Beispiel im Umgang mit Haustieren, warum kann das eine große Rolle spielen? Ja, warum? Das erstens, wie der Name Verein ja schon sagt, vereint es ja die Menschen und in dem Fall eben auch die Tiere, beziehungsweise okay. die Menschen mit den Tieren. Ja. Und wenn man Gleichgesinnte trifft und man weiß, was einem ein Tier vermitteln kann, also was man sich gegenseitig geben oder vermitteln kann, dann erkennt man das Ganze auch viel besser. Und so kann man sich unter Gleichgesinnten austauschen über die verschiedenen Sachen, was man schon erlebt hat, was man mit den verschiedenen Tieren erlebt, mit den verschiedenen unterschiedlichen Rassen oder Eigenheiten der ganzen Sache. Und da kommen die interessantesten Sachen raus und das macht dann irgendwie, wenn nicht irgendwie, sondern ganz bestimmt natürlich Sinn, wenn man sich darüber austauscht und unterhält darüber. Jetzt habe ich ein bisschen so gelesen in Vorbereitung,
auf die Sendung auch im Internet drinnen und bin dann auf ein Zitat gestoßen. Ich habe es dann vergessen aufschreiben, also jetzt habe ich es irgendwie nicht da, aber der Wesen des Zitates war so ein bisschen, Tiere werden nicht da. Das heißt, bei Tiere im Kontakt mit den Tieren geht es eigentlich um ganz was anderes, als wie Wertung, schön, gut und so weiter zu sein. Gell? Habt ihr zwei das auch erlebt, Rudi und Sabine? Ist sowas? Ich höre dich ganz schlecht. Ich habe jetzt leider ich höre es fast nicht. Okay. Ich bin nicht ganz verstanden. Es geht, glaube ich, um die Werte, oder? Oder um ja, die Wertung hast du jetzt. Genau. So praktisch, dass das, was wir ja im Umgang vielleicht mit anderen Mitmenschen kennen, oder? So dieses Vergleichende, das bin ich besser, ist der andere besser, bin ich gut genug, bin ich schön genug und so weiter. Dass diese Dimensionen ja eigentlich im Umgang, in Begegnung mit Tieren eigentlich keine Rolle spielen. Oder bin ich da auf dem Holzweg? Ja, das ist richtig. Das spielt sogar garantiert keine Rolle, weil ein Tier ja keine im Hier und Jetzt und nur momentan lebt. Das weiß ja nicht mehr, was gestern war und was morgen sein wird und verlässt sich nur auf seine Emotionen und auf seine Gefühle. Und deswegen kann man ein Tier, jetzt in dem Fall einen Hund, ja auch nicht betrügen. Der erkennt es sofort, ob man gut gesinnt ist, wie man drauf ist. Es gibt ja sogar eigene Therapiehunde jetzt in dem Fall. Und das, was du mit Werte ansprichst, nehme ich dann als Wertschätzung. Das, was oft die Menschen ja nicht einmal zu vermögen, man kennt das aus dem Berufsleben, gelingt da nicht, weil da ist man ehrlich, weil nur wenn man ehrlich ist oder ehrliche Gefühle hat, dann bekommt man die auch retour oder bekommt man das auch reflektiert. Mhm. Und das ist dann schon was recht, eben wie du sagst, wertschätzendes oder direktes oder ehrliches. Und man kann sich dort dann auch nicht verstecken, weil das Tier erkennt es in dem Fall und hat man keine Chance. Und das ist gut so. Mhm, Ja, wow. Ja, Rudi, ich würde sagen, du hast ganz am Anfang gesagt, bevor ich dich auf Sendung geschalten habe, du bist ja eigentlich noch beim Arbeiten. Das ist richtig, ja. Dann halten wir die vielleicht gar nicht mehr länger auf, oder? Vielen Dank, dass du da in der Sendung warst. Danke, Rudi. Ja, super. Ja, bitte, gerne. Hat mich sehr gefreut und freue mich schon wieder auf viele Spaziergänge mit vielen verschiedenen Hunden. Ja, wirst du bekommen. Ja, ich weiß. Super. Also, ja. Dann schöne Grüße nach Wien zurzeit, gell, wenn ich richtig bin, oder? Ich bin momentan in Wien, ja. In der Nähe von der SCS, ja, okay. Von Wien. Alles Liebe. Also ja, danke. Alles Liebe. Euch auch. Tschüss, danke. Bis bald. Danke. Bis dann. Tschüss und schönen Abend. Ebenfalls, danke. Tschüss, Rudi. Tschüss, wieder. Ja. Sabine, möchtest du das noch ergänzen? Genau, ich hätte ganz gerne was dazu sagen. Der Rudi hat das super formuliert. Ja, ich weiß ja, warum ich ihm so viele Hunde anvertraue vom Verein. Hunde haben eine andere Beziehung zum Menschen, wie wir zum Hund oder als Mensch untereinander. Hunde kennen eine Liebe ohne Wenn und Aber. Mhm. Ja, also ihnen ist es egal, ob du eine Modelfigur hast, ob du ein paar Kilo zu viel hast, ob du groß bist, ob du klein bist, ob du reich bist, ob du arm bist. Mhm. Ja, sie lieben dich deinetwegen. Mhm. Ja, sie lieben dich für dich, dass du bist. Mhm. Ja, wie er das sagt, also man muss ehrlich sein zum Hund. Man muss ihm auch einmal zeigen, du, jetzt bin ich grantiger auf dich. Mhm. Ja, also, weil es verwirrt einen Hund, wenn er merkt, ich bin vielleicht grantig ein bisschen auf ihn, aber bin nett zu ihm. Mhm. Ja, und das heißt jetzt nicht, ich muss, was weiß ich, schreien oder laut werden, sondern mal sagen, na, das war nicht okay. Mhm. Ja, also jetzt bin ich ein bisschen sauer, lass mich mal kurz in Ruhe und dann vertrauen wir uns eh wieder. Ja, also auch Hunde entschuldigen sich untereinander. Sie kommen dann hin und stupsen sich an und da gibt es kein Nachtragendsein. Ja, so wie bei Menschen. Mhm. Ja, da wird sofort verziehen. Okay, ich bin mal sauer auf dich, das zeige ich dir. Und dann entschuldigt sich der Hund bei dir oder du beim Hund. Ja, und dann ist alles wieder in Ordnung. Weil es, wie der Rudi gesagt hat, sie leben im Jetzt. Mhm. Und das kann man von ihnen wirklich lernen und uns wirklich abschauen von ihnen. Hm. Ja. Warum vertraut ein Hund, der misshandelt worden ist, immer wieder Menschen? Ja, wieso? Weil sie im Jetzt leben. Okay, ja. Sie vergessen nicht. Ja. Mhm. Sie wissen schon, dass es ihnen schlecht gegangen ist. Ja. Sie tragen, ich sage immer so, sie tragen ihre Probleme mit sich herum. Sie tragen ihre Emotionen mit sich herum. Ja. Aber sie leben im Jetzt und im Hier und im Nun und nicht, das war damals. Hm. Und es wird morgen wieder so sein. Sondern sie kommen zu dir, bitten um Sicherheit, um Vertrauen. Das ist ganz wichtig, vor allem wenn du
ein Tier neu bekommst, ja, also dieser Vertrauensaufbau. Mhm. Ja, also betrüg kein Tier. Mhm. Ja, auch das hat mir kennengelernt. Ja. Betrüg mich nicht, sei nicht so neugierig. Respektiere mich auch so, wie ich dich respektiere. Mhm. Ja. Er hat mich manchmal auch so ein bisschen auf Abstand gehalten. Und jetzt reicht es mal mit dem Streicheln. Ja, es ist genug. Ja. Ja. Weil jetzt möchte ich meine Ruhe haben, jetzt möchte ich schlafen. Ja. Sabine, und sein, könnte das dann so das sein? Viele Menschen haben ja Angst, zum Beispiel, wenn du jetzt sagst, Tiere, die ganz eine schwierige Vergangenheit gehabt haben, die misshandelt worden sind und so weiter. Mhm. Das heißt, sehr viele Menschen haben Angst dann, dass sie dieses Tier unter Anführungszeichen nicht mehr kontrollieren können, beziehungsweise dass sich das Tier nicht kontrollieren kann und dann schnappt, beißt und so weiter. Ist das so? Hat das mit dem zu tun, wo du zuerst gesagt hast, so diese Grenze zu respektieren, diesen Abstand, oder mit was hat denn sowas zu tun? Das ist eine schwierige Geschichte, ja. Also für mich hat das mit Vertrauen zu tun, mit Sicherheit bieten. Mhm. Ja. Wir Menschen neigen dazu, erstens einmal ein Tier zu vermenschlichen. Mhm. Ja. Wir lieben das Tier, ja, das ist auch okay. Ja, also ich liebe meine Tiere über alles. Ja. Aber ich weiß, sie sind Tiere. Ja. Sie denken anders und sie fühlen anders. Ja. In dem Sinne, sie fühlen anders, sie wollen eben Sicherheit. Sie brauchen Geborgenheit. Ja, sie brauchen eine Führung. Mhm. Ja. Und Führung hat nichts damit zu tun, dass ich, wie gesagt, noch einmal laut werde, ja, oder um Gottes Willen Grenzen überschreite, ja, übergriffig wäre, sondern einfach, dass sie wissen, ich kann mich auf meinen Menschen, auf mein Rudelmitglied, sie sehen uns ja als Rudelmitglied, verlassen. Ja. Sie suchen einen Rudelführer. Ja, und ganz am Anfang, wenn ich ein schwieriges Tier bekomme, wie gesagt, der Kenny war sehr schwierig, die Molly war auch sehr schwierig, ist noch sehr schwierig, ich habe sie jetzt 5 Monate. Mhm. Ja. Das ist das Erste, nicht Sitz, Platz, bleib, ja, das übt man. Ja. Aber das sind Befehle, das sind Formalitäten. Für mich ist das Erste Vertrauen aufbauen. Mhm. Und dem Hund das Gefühl geben, ich regel das für dich. Das musst nicht du regeln, wenn jetzt ein Hund auf dich zukommt. Ja, da musst nicht du bellen anfangen. Ja, da musst nicht du und dann mich anschauen, habe ich das richtig gemacht. Ja, also, sondern ich regel das für dich. Ja, und da gibt es einige Tricks, was ich dann vielen Hundehalter und Halterinnen auch zeige. Ja, also wie ich wirklich dem Hund zeige, ich führe dich, du kannst dich auf mich in jeder Lage verlassen. Wie macht man sowas? Gerade wenn ich draußen bin. Ja, die Molly war eine ganz unsichere Hündin, wie ich sie bekommen habe. Ist sie immer noch, aber sie wird immer von Tag zu Tag, sehe ich das teilweise, ja, immer noch sicherer. Sie weiß, okay, ich bin in einer Hand, ja, also wo ich mir sicher sein kann, wenn ich in Gefahr gerate, mir wird geholfen. Ja. Gefahr, potenzielle Gefahren. Mhm. Ja. Das kann sein, Hundebegegnung. Für sie war eine Gefahr, wenn ein Kind auf sie zugekommen ist. Ja, für sie war eine Gefahr, wenn ein Jogger an ihr vorbeigelaufen ist. Ja. Und jetzt gehe ich Gassi, jetzt gehe ich raus mit beiden Hunden. Ja. Charlie ist sehr abgeklärt geworden, ja. Zeigt ihr auch das. Ja. Sie schauen sich das ja auch ab von ihren Artgenossen. Mhm. Und ich lasse sie ungern dann weit vor mir laufen. Ja. Also viele Hundebesitzer und Besitzerinnen lieben diese Flexileinen. Ja, ja, also die dann 5 Meter ist der Hund dann vor dir, ja. Aber wenn du einen unsicheren Hund hast oder einen neuen Hund hast, schau, dass er bei dir bleibt. Ja, schau, dass er wirklich bei dir in der Nähe ist und bei dir bleibt und du dann das auch regeln kannst und sagen kannst, na, du brauchst jetzt nicht schimpfen, ja, bleib bei mir. Ja, oder wenn ein Hund auf dich zukommt, ein Freilaufender, stell dich vor deinen Hunden hin. Mach dich groß, ja, und vertreib den anderen Hund. Mhm. Ja. Und natürlich auch zu Hause, also die Regelmäßigkeit. Sie bekommt ihr Fressen regelmäßig, ja, also Ressourcenverteilung. Ich verteile die Ressourcen. Mhm. Ja. Ein respektvoller Umgang untereinander. Also ich erwarte von ihr Respekt, ja, und sie bekommt auch den Respekt von mir. Ja. Also wenn sie mal in Ruhe gelassen werden will, dann lasse ich sie in Ruhe. Ja. Also ich muss sie auch nicht 24 Stunden bespaßen, einen Hund, oder 24 Stunden streicheln. Wie gesagt, okay, toll für mich, ja, wenn ich streicheln darf. Gell? Mhm. Aber der Hund will mal seine Ruhe, will schlafen. Er will seine Erholungsphasen bekommen. Ja?
Und das beginnt eben zu Hause mit auch kleinen Sachen, wo ich zeige, hab Respekt vor mir. Rempel mich nicht nieder, wenn ich nach Hause komme. Ich weiß, du freust dich, ich mich auch. Mhm. Ja. Aber rempel mich nicht um, dass ich wieder bei der Tür rausfalle, zum Beispiel. Mhm. Ja, das sind so kleine Sachen, was mir wichtiger ist, als wie, dass ein Hund, ich weiß nicht, 2 Stunden im Platz bleibt. Mhm. Mhm. Ja, dass er wirklich auch ein bisschen die Individualdistanz mir gegenüber wahrt, aber auch ich ihr oder ihnen mhm. gegenüber wahre. Gell? Dass sie mich schon begrüßen kommen. Und ich begrüße sie auch. Ja, also das, wenn du mich begrüßt, sage ich auch, ja, hallo, und gehe nicht mhm. einfach an dir vorbei, oder? Mhm. Aber so, dass, wie gesagt, ich falle dir auch nicht gleich um den Arm. Oder? Also wenn du bei der Tür reinkommst. Ja. Ja. Und das ist ein langwieriger Prozess und ich sage, ich habe es jetzt 5 Monate und wir haben riesen Fortschritte gemacht, aber es geht nicht von heute auf morgen. Ja, also da muss man auch viel Geduld haben und ruhig bleiben. Mhm. Ja, in vielen Situationen, wo wir Menschen dann, und jetzt bellt der Hund schon wieder und peinlich und ja, ruhig bleiben. Ja, also gelassen bleiben, weil je mehr ich mich ärgere und aufgewühlt bin, der Hund merkt es. Umso unruhiger wird der Hund. Ja, also ich muss die Sicherheit ausströmen. Ich muss ihnen zeigen, mit meiner Ausstrahlung, du bist bei mir sicher und ich regle Situationen für dich. Sabine, wenn man so einen Blick auf die Uhr wagen, dann stimmt, ui, ja. Es ist schon ziemlich fortgeschritten, gell? Also wir haben jetzt gar nicht mehr lang. Ja, schade. Schade, genau wie bei den anderen Sendungen auch, meine lieben Damen und Herren. Sie hören ein sprudelnder Gast hier im Studio, ja. Also Sie hören so, wie ergriffen Sabine von dem ganzen Thema ist, ja. Also schön, so jemanden auch wieder gefunden zu haben, der so viel Lebendigkeit hier in die Sendung bringt. Sabine, vielleicht, was immer denke, wo sich vielleicht der eine oder die andere Hörerin dafür interessieren könnte. Wenn jetzt irgendjemand von diesem Enthusiasmus angesteckt ist, gell, und sagt, wow, so wie der Rudi zum Beispiel am Telefon, der was zu euch gekommen ist und gesagt hat, wo du sagst, ich vertraue ihn gern Hunde an, ja. Komm wieder. Wie kann jemand zu euch kommen? Habt ihr Möglichkeiten, wenn zum Beispiel der eine oder andere sagt, hey, ich möchte gern da versuchen, wie ist denn? Sei es, ihr seid ja nicht nur für Hunde, ja, du hast ja gesagt, ihr habt Katzen, ihr habt ganz genauso Echsen. Genau. Also ganz unterschiedliche Tiere auch nochmal, mit denen ihr einfach Begegnung anbietet und macht. Was wäre da was für den einen oder anderen Hörer, Hörerin? Ja, liebend gern. Bitte mit mir Kontakt aufnehmen, ja, als Obfrau des Vereins. Ich glaube, die Kontaktdaten sind auf der Homepage, genau, bei dir. Mhm. Ja. Mitglieder im Verein sind immer willkommen. Ja. Und wenn man sich auch einsetzen will für die Tiere, haben ein kleines Team auch. Mhm. Ja. Und jeder hat so ein anderes Betätigungsfeld. Also der Rudi zum Beispiel ist einer unserer Sitter. Mhm. Ja, also er hat gesagt, also er sittet liebend gern Hunde, ja, weil er gern rausgeht. So wie Hundebesitzer sind, die Natur genießen, die Naturverbundenheit auch genießen. Aber wir sitzen ja auch Tiere, Katzen, andere Tiere wie Hunde, nämlich Katzen, auch Echsen. Wir haben auch schon Fische gehabt, auf die wir aufpassen müssen. Mhm. Und ich bin auch nicht überall Profi. Ja, also Fischhaltung ist ja eine schwierige Sache. Gell? Das ist ja eine Wissenschaft für sich. Mhm. Wir haben auch mal einen Vortrag organisiert über Fischhaltung. Ja, schön. Und lieben gern, wenn einer sagt, ich bin Fische, lieben gern, bitte mit mir Kontakt aufnehmen und wir können dann über alles reden oder auch mal Hunde eben ausführen oder Katzen betreuen. Lieben gern, freue ich mich jetzt schon. Schön. Sabine, vielen, vielen Dank, dass du bei uns da in der Sendung warst, meine Damen und Herren. Danke vielmals für die Einladung. Bitte. Meine Damen und Herren, ich würde sagen, ein bisschen vielleicht sogar ein schräger Blick. Ein schräger Blick von vielleicht von hinten. So schräg in dem Sinn, die Sendung heißt ja der existierende Mensch. Und schräg in dem Sinn vielleicht von der Rückseite, weil wir haben eigentlich jetzt sehr viel vom Hund eigentlich vielleicht auf den Menschen oder von Hund zu anderen Hunden hingeschaut. Ja? Aber ich würde sagen, vielleicht geht es auch teilweise um das. Vielleicht geht es auch um das, wie Frankl ja zum Beispiel öfter schreibt, das Auge ist nur dann gesund, wenn es sich selber nicht wahrnimmt.
wenn das Auge sich selber wahrnimmt, dann haben wir entweder einen grünen oder grauen Star oder andere Einschränkungen. Mhm. Aber eigentlich ist das Auge dann jetzt in dem Sinn nicht gesund. Und ich denke mal, oft geht es auch über sich hinaus zu blicken auf was anderes, mit was anderes Kontakt aufzunehmen. Und ich glaube, das war jetzt ganz gut spürbar in dieser Sendung. Meine Damen und Herren, die nächste Sendung wird sein am Donnerstag, den 3. Oktober, wieder von 20 bis 21 Uhr. Dann auch wieder zu einem ganz interessanten Thema. Was es dann genau sein wird, das erfahren Sie auf der Homepage. Gehen Sie rein auf www.sinn-los.at. Da steht dann drauf, wer mein Studiogast sein wird. Ich wünsche Ihnen noch einen sinnvollen Abend. Danke Ihnen fürs Zuhören. Sabine, was spielen wir jetzt zum Schluss noch? Ich würde sagen, von Gilbert, ich bin frei. Mhm, ja dann. Vielen Dank. Schönen Abend.